Heute zeige ich euch meine Baby-Morning-Routine. Also da Eliana jetzt ja mittlerweile über 5 Monate alt ist, haben wir bereits eine Art Routine, die jeden Tag ungefähr so abläuft. Und die zeige ich euch heute. Wir haben das Glück, dass Eliana die meiste Zeit durchschläft. Also schlaflose Nächte, wie man das halt so kennt, sind bei uns super, super selten der Fall. Worüber Juli echt auch sehr, sehr dankbar ist. Er steht morgens nämlich meistens um 6.30 Uhr auf und geht zur Arbeit. Zu dieser Uhrzeit wacht Eliana normalerweise auch auf und das Schönste jeden Morgen ist erstmal ihr schönes Lächeln zu sehen, denn Eliana ist morgens immer echt super, super happy, wenn sie aufwacht. Und dann nehme ich sie erstmal mit ins Bett zum Stillen und ganz, ganz viel kuscheln und meistens schlafen wir sogar nochmal ein und wachen eine Stunde später wieder auf. Danach wird erstmal ein bisschen gespielt und dann lege ich sie auch oft auf den Bauch, wenn wir noch im Bett sind, einfach um ihre Nacken- und Rückenmuskulatur ein bisschen zu trainieren, um das zu unterstützen. Und natürlich ganz, ganz viele Küsse und Liebe. Eliana ist immer voll hypnotisiert, sobald die Kamera läuft. Dann will sie immer in die Kamera gucken. So, dann stehen wir gemeinsam auf und das ist übrigens ein Zufall, dass wir etwas Ähnliches anhaben. Also unsere Schlafanzüge sind natürlich nicht immer aufeinander abgestimmt. Und dann gehe ich erstmal sie wickeln, denn morgens ist ihre Windel meistens voll mit Pipi und das muss natürlich schnell gewechselt werden. Manchmal wechsle ich ihre Windeln sogar nachts, während sie schläft, aber das habe ich diesmal nicht gemacht. Am liebsten verwende ich für Eliana die Windeln von Lilidoo. Ich finde die einfach mega schön vom Design, sind auch super weich und die haben mich bisher noch nie enttäuscht. Und falls es jemanden interessiert, im Durchschnitt verwende ich für Eliana ungefähr 6 bis 8 Windeln am Tag. Dann geht es für uns erstmal runter in die Küche und zwar setze ich sie meistens erstmal in ihrem Hochstuhl. Ich habe übrigens meinen Hochstuhl von iCandy, das ist der MeChair und ich bin echt mega begeistert von dem. Also der ist super multifunktional und kann man auch langfristig verwenden. Dann wird Eliana erstmal bespaßt bzw. abgelenkt. Also als Mutter fühlt man sich wirklich 24/7 eigentlich wie ein Clown. Man versucht alles Mögliche, um das Baby bei Laune zu halten. Manchmal ist Eliana nämlich sehr, sehr ungeduldig, wenn es ums Essen geht und dann versuche ich sie ein bisschen abzulenken am Anfang. Denn wie viele schon wissen, habe ich bereits vor ein paar Wochen mit der Beikost angefangen und Eliana verträgt es echt super. Und nicht wundern, sie hatte jetzt gerade Schluck auf, deswegen habe ich ihr schnell was zum Trinken gegeben, damit es aufhört. Den Brei gebe ich ihr immer vormittags bis mittags, also immer bevor wir Mittag essen. Und sie kriegt übrigens also selbstgemachten, sowohl auch Fertigbrei vom Supermarkt. Für sie gab es heute Kürbis, das mag sie eigentlich ganz gerne und sie isst auch meistens von diesen kleinen Gläschen das komplette Glas auf, also richtig gut. Und ja, ich schaue währenddessen meine Serien. Ich finde es eigentlich ganz entspannt, während ich ihr Brei gebe, meine Serien nebenher laufen zu lassen. Dann mache ich sie erstmal ein bisschen sauber und putze alles weg, was so daneben gegangen ist. Und natürlich auch am Hals, ja, da sammelt sich bei Eliana immer alles Mögliche an. Und dann ziehe ich sie um, wickel sie, weil ihre Klamotten sind meistens ein bisschen feucht oben am Kragen vom Brei und auch von ihrer Sabba. Und danach heißt es Schlafenszeit. Also Eliana schläft mittags meistens ein paar Stunden und deswegen legen wir sie auch hoch in ihr Bett, weil sie eine super ruhige Umgebung braucht, damit sie
tief und fest schläft. Und dann machen wir es auch etwas dunkel im Zimmer. Und dann bereiten wir das Babyphone vor. Wenn Eliana schläft, nehme ich natürlich das Babyphone mit runter und nutze den Moment und mache mich selbst fertig. Also mache erstmal meine Haare hoch, wasche mein Gesicht und putze meine Zähne und so weiter. Dann geht es auch schon an die Arbeit, und zwar schneide ich in der Zeit meistens die Vlogs. Und Kat kocht in der Zeit, also wir essen dann auch gemeinsam zum Mittag. Heute ist nur meine Mom da, normalerweise kommen Juli und Leo auch dazu. Und das Babyphone ist natürlich auch immer bereit. Und danach mache ich mich auch schon ready für den Tag. Wenn sie bis dahin immer noch schläft, kümmere ich mich um meine Mails. Also ich beantworte meine Mails alle selbst. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich kein Management und deswegen nutze ich gerne den Moment und checke dann auch meinen Instagram-Account und schaue, was es heute alles zu erledigen gibt. So, das war's mit der Baby-Morning-Routine. Falls ihr eine Abendroutine dazu sehen wollt, dann könnt ihr gerne diesem Video einen Daumen nach oben geben. Falls ihr weitere Videovorschläge für mich habt, dann lasst es auch gerne in den Kommentaren. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.